Hallo zusammen und willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht's weiter mit dem Paper 2D, was wir heute sozusagen weitermachen wollen. Ja, habe ich gerade schon gesagt. Egal. Auf jeden Fall, was wir machen wollen, ist heute noch nicht hier irgendwas reinzuzaubern und auch noch nicht dieses schwarze, übrigens immer noch dreidimensionale etwas hier wegzukriegen. Nein, heute geht's einfach nur darum, wir wollen ein Material erstellen, das uns sozusagen als Grundlage dient. Ein Prototype sozusagen. Deswegen, ich gehe jetzt hier mal her und mache einen neuen Ordner. Den nennen wir jetzt hier einfach mal Material. Und ja, hier rein werde ich jetzt ein Material machen, das wir sozusagen später für unsere Sprites verwenden können. Nicht für die Sprites, aber für das Level an sich verwenden können, um relativ schnell Sachen zu machen. Und das ist eigentlich so wichtig, dass ihr das relativ schnell dann auch alles hinbekommt, denn man möchte nicht jedes Mal für jeden einzelnen Stein neues Material machen. Das wird erstens später langsam laufen und zweitens ist es auch, dauert es ewig. Deswegen, ja, Level Prototype, das gibt es übrigens auch so im, gibt es eigentlich so ziemlich überall, das ist, ja, das ist einfach so der Standard, dass man so ein Ding hier sich baut. Und ich dachte mir, damit anzufangen, warum eigentlich auch nicht, dann haben wir es gleich hinter uns. So, ja, als allererstes mal, wir wollen kein Licht dieses Mal, überhaupt keins, also wir, oder was heißt Licht, wir wollen schon Licht haben, wir wollen nicht in Schwarzen spielen, aber wir wollen keine Beleuchtung haben. Ihr könnt Beleuchtung nehmen, es funktioniert wunderbar, ihr könnt auch dynamische Beleuchtung nehmen, statische Beleuchtung, alles drum und dran, könnt ihr alles machen, wie immer. Aber da müsst ihr auch eben darauf achten, dass euer ganzes Level eben überall ausgeleuchtet ist. Gut, okay, eine Sonne und man hat es eigentlich auch schon. Aber wir wollen keins. Genau, deswegen gehen wir hier auf, also erstmal hier dieses Level-Prototype anwählen und dann hier auf Shading Model Unlit. Dann haben wir das eigentlich ganz gut. Und mir ist gerade aufgefallen, dass man hier mittlerweile auch Hair, Cloth und Eye auswählen kann. Das ist natürlich mega geil. Da kommen immer wieder so viele neue Features dazu, finde ich irgendwie faszinierend. Ja, okay. So, jetzt, was soll dieses Prototype-Dingens hier noch tun? Das wird später zum Beispiel unsere Erde darstellen. Oder, was heißt Erde? Unseren Boden halt darstellen. Deswegen wollen wir unter Umständen, dass sich dieses, dass die Textur, die wir hier reinlegen, sich wiederholt. Und zwar so, ja, also nicht in Y-Richtung, aber, also wir haben ja keine dreidimensionalen Texturen, sondern wir wollen eben zweidimensionale Texturen haben, die sich dann eben auch wiederholen und die dann vielleicht aber auch tatsächlich einen UV brauchen, also einen Vektor, wo sie anfangen. Und ja, deswegen brauchen wir als allererstes mal hier World Position. Einfach War eingeben, dann habt ihr hier schon World Position. Es steht hier Absolute World Position, lasst euch davon nicht irritieren, das ist genau das, was wir brauchen eigentlich. Dann brauchen wir eine Component Mask. Die kriegen wir, wenn wir Mask eingeben, dann hier unter Math kriegen wir die Component Mask. Und jetzt sehen wir hier R und G. Und wir wollen aber nicht G, das G ist die Y-Richtung, R ist die X-Richtung und B ist die Z-Richtung, A ist Alpha Channel, also Durchsichtigkeit. Das heißt, wir wollen aber die Y-Richtung, ist uns völlig egal, wir wollen nur die X- und die Z-Richtung, denn in denen wird sich das Ding nachher bewegen. So, das können wir hier direkt reinstecken. Genau. So, wir werden es dann in späteren Videos sehen, wie genau das Ganze aussieht. In dem Moment jetzt, also jetzt gerade, müsst ihr mir einfach vertrauen, dass das Ganze so auch wirklich funktioniert. So, jetzt habe ich ein paar Shortkeys für euch. Die finde ich einfach mega hilfreich. Drückt mal die 1-Taste und klickt hier rein. So, das ist schon mal eine Konstante, die werden wir gleich brauchen. Drückt mal die M-Taste und drückt rein. Und drückt die D-Taste und drückt rein, ungefähr an den Stellen, wo ich das jetzt auch gerade gemacht habe. Genau, das ist jetzt genau das, was wir auch brauchen alles. So, was ist das Ding hier? Naja, das ist erstmal eine Konstante, die wollen wir als Parameter haben. Sprich, das kann man nachher bei unserem Material auch angeben, was das genau sein sollte. Die nennen wir jetzt einfach Reps per Meter oder Repetitionen per Meter. Oder Wiederholungen pro Meter. Dann drücken wir nochmal 1 und drücken hier nochmal rein. Und wir wollen das Ganze durch 100 teilen. Was genau möchten wir das jetzt angeben? Wie oft soll sich diese Textur pro Meter wiederholen? Das gibt mir dieser Parameter an. Den kann ich später bei meinem Material festlegen. Und der bestimmt sozusagen, wie oft das Ganze pro Meter wiederkommt. Ja, warum mache ich jetzt hier durch 100? Ganz einfach,
Einheit in Unreal, da sind ja keine Einheiten dran, das ist einfach nur eine Konstante hier, aber eine Einheit sind 1 Zentimeter. Wenn wir es pro Meter wollen, müssen wir durch 100 teilen. Wer hätte es gedacht? So, genau, dann brauchen wir das Ding hier, das Ergebnis von der Division, also die Reps per Meter, wo wir jetzt umgerechnet haben in Reps per Zentimeter, müssen wir hier reinstecken und ja, dann haben wir genau das, was wir hier wollen, nämlich, ja, eigentlich alles schon soweit fertig. Jetzt müssen wir natürlich noch irgendwie unsere Textur hier auch reinbringen, damit wir auch wirklich ein sinnvolles Material draus haben. Ihr wisst ja, Materialien sind eigentlich aufgebauschte Texturen, das heißt noch ein bisschen Mathematik mit reingebracht, wie hier vorne eben zum Beispiel irgendwelche fancy Sachen, irgendwelche Kombinationen, ja, solche Sachen natürlich. Apropos, geht hier drüben gerade nochmal auf den Level Prototype und geht hier auf Translucent, dann könnt ihr nämlich auch Opacity hier auswählen, das wollen wir nämlich auch noch haben, also wollen wir zumindest die Option haben, dass wir es machen können. So, jetzt kommt eure Textur ins Spiel und dazu gehen wir hier rein, Rechtsklick drauf, Texture. Und jetzt ist es wichtig, dass wir hier nicht irgendwie Cube, Sub-UV oder Texture Sample auswählen, sondern Texture Sample Parameter 2D. Wir wollen nur die zweidimensionale Textur haben, mehr wollen wir nicht. Wir nennen das ganze Ding jetzt hier Sprite Texture. Ups, das sollte man vielleicht auch richtig wählen. Und das ist auch schon so ziemlich das Wichtigste hier. Stecken wir hier rein, also das wird unser UV, das habe ich euch ja schon lang und breit erklärt jetzt gerade. So. Und ja, was brauchen wir jetzt noch? Naja, wir wollen, und jetzt machen wir was Cooles, wir wollen diese Textur, das könnt ihr übrigens auch für alle anderen, also für dreidimensional und so weiter und so fort, super benutzen. Wir wollen diese Textur ein bisschen umwandeln. Und zwar wollen wir sie mit einer Farbe multiplizieren, die man später als Parameter angeben kann. Das machen wir über einen Vertex, also sozusagen so einen kleinen Rotstich geben der Textur oder einen kleinen Grünstich geben und so weiter und so fort. Zum Beispiel Gegner sind dann rotstichig und Nicht-Gegner oder Freunde sind, keine Ahnung, grünstichig oder sowas. Genau. So, hier durch diesen Vertex, durch diese Vertex-Color können wir natürlich direkt ein Alpha reingeben. Das können wir direkt hier reinstecken, das ist völlig egal. Und dann brauchen wir eigentlich auch nicht mehr viel. Jetzt brauchen wir hier nur noch irgendwie eine Verrechnungsart und Weise, wie wir das machen wollen. Und das machen wir, indem wir hier multiplizieren. Und zwar das mit dem, das heißt, das, was wir angeben, die Farbe, die wir hier selber angeben, mit der Farbe von unserem Material, das wir hier haben. Und das stecken wir in Emissive Color und das ist dann auch das, was rauskommt. So, das ist auch schon das komplette Netz von unserem, von unserem Material hier. Jetzt haben wir nur noch ein Problem, die Textur ist mega langweilig. Die möchte ich nicht benutzen, außerdem sieht sie hässlich aus. Deswegen machen wir das Ganze mal bisschen kleiner. Gehen hier unten unter Content, Starter Content, Textures und suchen uns hier mal eine schöne Textur aus. Also, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich hoffe es einfach mal. Ja. Okay, nehmen wir einfach die da. Die sieht auch so ein bisschen pixelig aus, da das Ganze eh sowieso Pixeloptik hat, passt das eigentlich ganz gut. Ja, okay, passt. Wir können das jetzt natürlich hier noch nicht richtig sehen, weil wir hier die Parameter noch gar nicht haben. Der ist jetzt aktuell gerade 0, das heißt 0 mal irgendwas. Also 0 durch 100, wer hätte gedacht, 0. Und 0 mal irgendwas ist auch 0, das heißt der UV ist immer 0, das heißt hier haben wir einfach nur Matsch. Deswegen ein bisschen langweilig, aber Default Value, könnten wir hier eigentlich mal auf einstellen, ne? So, jetzt sehen wir wenigstens ein bisschen was, also das ist, okay, nehmen wir das da, lad schneller, oder lad auch gar nicht, von mir aus, so, ja, also wir sehen auf jeden Fall ein bisschen was, das ist schon mal was, und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir für dieses Mal machen wollen. Ich weiß, dass da sieht man jetzt nicht wirklich irgendwas. Vertraut einfach darauf, dass wir es später noch brauchen werden. Einen kleinen Bonus machen wir noch ganz kurz. Das können wir speichern. Speichern und zumachen. Dann gehen wir hier wieder in Content und gehen View Options. Hier unten rechts ist das Ganze. Und jetzt können wir hier,
wir machen einfach mal hier alle Optionen rein und dann passt das Ganze erstmal. Den Rest machen wir dann das nächste Mal. Würde ich sagen, das passt zum nächsten Mal deutlich besser. Okay, wunderbar. Dann war es das von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.